Der Drive, vorwärts zu gehen, nimmt jetzt ganz große Kraft an. Und diese Kraft haben wir ja auch sehr stark spüren können in den letzten Wochen mit Sonne, Mars miteinander in Konjunktion im Zeichen Skorpio, mit Uranus, wo vieles jetzt plötzlich nicht mehr stimmte und wo du fühlen konntest. Spür mal rein, was lässt du alles weg und wofür möchtest du dich wirklich engagieren? Mars, Sonne und der Mond bilden zusammen eine Opposition, wo es um viele, viele Informationen geht. Wenn sie aus der 3D-Welt kommen, können sie dich natürlich jetzt megamäßig überfluten und dann kann man auch sehr verwirrt sein. Deswegen auch hier die Ansage ist immer noch, diese Kraft zu sagen, was du willst und was du nicht willst. Also diese rebellische Seite in dir jetzt aktivieren zu können, das willst du auf keinen Fall mehr. Und das wird der nächste Schritt werden.